Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Frank von fotologbuch.de mit einem neuen Fototipp. Ja, ich habe ja letztes Jahr im Dezember mal ein neues Format ausprobiert, in dem ich so ein Fototipp als YouTube-Video veröffentlicht habe. Und da das so gut bei euch angekommen ist, möchte ich das hier ganz gerne wiederholen. Worum geht's heute? Ich hatte neulich jemanden bei mir im Fotokurs und der hat mir die Frage gestellt: Frank, ist Heranzoomen nicht das gleiche wie näher rangehen? Und da die Antwort auf diese Frage bestimmt auch für andere Fotografieanfänger interessant ist, möchte ich die Frage gerne einfach mal auf diesem Wege hier beantworten. Ja, und damit ihr das am besten auch nachvollziehen könnt, habe ich hier einfach mal drei Fotos vorbereitet, die wir uns gleich angucken wollen. Als erstes aber die Frage natürlich, wie sind diese Fotos entstanden? Ich habe mit drei verschiedenen Brennweiten fotografiert, einmal mit 48 mm am Vollformat, dann mit 70 mm am Vollformat und zum Schluss mit 145 mm am Vollformat. Und je mehr ich natürlich rangezoomt habe, dann musste ich natürlich auch zum Ausgleich dafür etwas weiter zurückgehen und habe dabei darauf geachtet, dass der Augenabstand bei allen drei Fotos gleich ist. Das heißt, ich wollte erreichen, dass das Gesicht im Vordergrund ungefähr immer gleich wiedergegeben wird im Foto. Und habe mir dafür einfach ein paar Striche aufs Display gemalt, hier bei 48 mm, nämlich hier an die Pupillen. Und wenn ich dann über ein Live-View fotografiert habe, dann konnte ich das ganz genau einstellen bei 70 mm, dass ich auch entsprechend hier die Striche wieder drin hatte und dann sicherstellen konnte, der Abstand passt. So, gucken wir uns einfach mal die Fotos an, etwas näher. So, das ist mein 48 mm Objektiv. Hier sieht man noch einiges auch im Hintergrund von dem Bücherregal. Dann gehen wir mal ein bisschen, zoomen wir etwas näher ran und gehen ein Stückchen zurück. Dann sieht man schon sehr schön, dass im Hintergrund was passiert. Das Bücherregal verschwindet etwas und dann haben wir hier noch die 145 mm. Da verschwindet noch mehr das Bücherregal. Aber was wir natürlich sehen sofort, ist die Kopfform von meiner Debbie. Die sieht hier bei 145 mm natürlich wesentlich angenehmer aus als hier bei 48 mm. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, was passiert wäre, wenn ich hier mit 35 mm oder gar mit 24 mm rangegangen wäre. Dann hätte das Gesicht von der Debbie doch noch unförmiger ausgesehen. Und alles hat seine Ursache ganz klar einfach an dieser Brennweite, an der Perspektive bzw. auch am Blickwinkel, den die jeweilige Brennweite liefert. Gucken wir mal hier. Bei 48 mm habe ich natürlich einen größeren Blickwinkel und habe letztendlich auch mehr vom Hintergrund im Foto. Und da auch mehr reinpassen muss, wird dieser Hintergrund perspektivisch auch verkleinert im Foto wiedergegeben gegenüber dem Vordergrundbestandteil hier, dem Gesicht der Debbie. So, wenn ich jetzt auf 70 mm gehe, verringert sich der Bildwinkel durch die Brennweite und damit passt weniger Hintergrund rein und er wird auch nicht mehr so verkleinert wiedergegeben im Hintergrund. Also wenn wir uns auch mal die Glückwunschkarte hier oben angucken, dann merken wir, die rutscht nicht nur näher an den Rand ran, sondern die wird auch größer. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen weiter treibe auf 145 mm, dann wird diese Glückwunschkarte im Hintergrund auch noch größer. Das heißt, je mehr ich die Brennweite erhöhe, desto geringer wird die Verkleinerung des Hintergrundes bzw. der im Foto enthaltenen Hintergrundbestandteile. Weitwinkel muss mehr reinpassen, das heißt, das wird verkleinert wiedergegeben und alles, was vorne an der Linse ist, wird vergrößert wiedergegeben gegenüber dem Hintergrundmotivbestandteil. Das ist nämlich auch die Ursache hier für dieses unförmige Gesicht bei 48 mm. Gehen wir mal hier zurück. Das, was sich vorne ziemlich dicht an der Linse befindet, wird vergrößert wiedergegeben. Aber durch die perspektivische Wirkung wird das, was mehr im Hintergrund sitzt, und das kann jetzt hier selber schon die Frisur sein, wird die natürlich verkleinert wiedergegeben. Also die Frisur wirkt hier doch nicht so voluminös, als wenn ich hier dort mit 145 mm fotografiere. Guckt einfach mal drauf. Das sieht doch wesentlich angenehmer aus und das ist einfach der Grund, weil durch die Perspektive sozusagen das Größenverhältnis Vordergrund- und Hintergrundmotivbestandteile geändert wird. Das sieht man auch sehr schön an diesem Foto hier, was ich nochmal rausgesucht habe. Da habe ich nämlich mit 24 mm fotografiert
auch wieder am Vollformat. Und obwohl ja der Hahn und das Huhn doch relativ gleich groß waren, jeweils von der Körperhöhe her, wirkt das Huhn im Hintergrund doch hier wesentlich kleiner, weil es einfach einen Meter hinter dem Hahn stand und ich mit den 24 mm ja sehr dicht an den Hahn rangegangen bin. Das heißt, der wurde durch die 24 mm Brennweite perspektivisch vergrößert dargestellt gegenüber dem Huhn im Hintergrund. Weil einfach viel mehr Hintergrund reinpassen musste, wird dieses Huhn hier einfach verkleinert dargestellt gegenüber dem Vordergrundmotiv. Und das ist einfach ja das Problem, worauf ihr achten müsst beim Fotografieren, was man aber auch nutzen kann beim Fotografieren, wenn man ja Vordergrundmotive sehr schön betonen will, gegenüber dem Hintergrundbestandteil, dass man einfach auch mal sagt, ich nehme einfach mal ja ein extremes Weitwinkel und gehe ziemlich dicht an mein Vordergrundmotiv heran. Dann kann ich natürlich so einen Vordergrundmotivbestandteil sehr schön betonen. Ja. Das war's an dieser Stelle auch. Ich hoffe, ich konnte diese Frage auch für euch hier mal klären, ob Heranzoomen das gleiche ist wie näher rangehen. Probiert es einfach mal aus. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.